Herzlich willkommen. Tja, Mensch, da sind wir ja schon wieder im Hauptbildschirm und irgendwie geht's jetzt schon zur dritten Kampagne der Asia, zur dritten Mission. Ja, doch, dritte Kampagne, ja, wie auch immer. Eigentlich ist ja die dritte Mission. Da irgendwie die letzte doch ein bisschen fix ging. Keine Ahnung, woran das gelegen haben könnte. Aber wir schauen einfach mal rein, was die Asiaten jetzt zu sagen haben. Noch haben wir den Rücken im Osten nicht frei. Noch hockt mir Ramadamsis zu dicht auf der Pelle. Deshalb werden wir jetzt das Herz seiner Länder angreifen. Möge er danach weit im Osten an unerquicklichen Rachegedanken nagen. Für meinen Vormarsch nach Süden benötige ich mehr Rückhalt in der Flanke. Aber jetzt ist er selbst noch auf dem Sprung nach Süden. Ich muss ihm den Weg abschneiden und seine Kräfte ablenken. Vielleicht wäre ein Scheinangriff im Norden das Richtige. Guckt euch diese krasse Insel an. Hier sind so viele Teiche. Also es wäre eigentlich schon mal wieder schön mit den Schiffen. Ne? Mit den Römern ist man halt mit Schiffen viel unterwegs. Mit den Ägyptern dann am Ende. Ich weiß gar nicht, wie viel wir mit den Asiaten da jetzt dann rumschippern müssen. Aber hier unten eine riesige Insel von denen. Hier oben hat Ramadamsis eine Siedlung und wir sitzen hier und müssen halt irgendwie hier einen Keil reinschlagen. Und guckt mal, auch hier, wenn ihr euch den Teil hier anguckt, das ist genau der Teil, den wir eben hatten. Hier lagen die Waffen, hier waren wir, da war der Ramadamsis in der Mission davor. Es ist schon echt interessant. Es kommen immer so wiederkehrende Elemente, finde ich echt geil. Also, das ist so eine Sache, die ich bei Siedler 3 bei den Kampagnen echt cool fand. So, los geht's. Alter, wir haben eine fette Bo Alter. Oi, 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 oi. Was geht denn hier ab? Ei, ei, okay, ich werde schon mega, megamäßig überfordert. Gut, also zunächst noch mehr Holz. Wir brauchen noch mehr Holzfäller hier. Ist ja klar. So, gehen hier schon direkt alle richtig steil. Wie Holzfäller und der Förster und so weiter. Okay, pack mal hier hin. So, ich brauche noch ein Sägewerk. Das bauen wir mal hier vor. Nee, da ist ja Wasser. Überall, wo Wasser ist, vielleicht nicht unbedingt. So, Geologe hier oben hin. Soldaten erstmal hier vorne irgendwo versammeln. Erstmal kurz hier reingucken, was da schon so ist. So, schicken schon mal ein. Okay, krass. Nee, da ist ja schon direkt feindliches Land. Okay, heftig. Geht's ja schon ziemlich ab. Noch ein Steinmetz hier vorne hinsetzen. Der Steinmetz kann gerne ganz hier hinten anfangen. Wir werden nämlich so viele Steine benötigen zunächst. So, der fängt schon mal an, hier Rohstoffe zu suchen. Und ich gucke auch mal, ob wir hier irgendwo. Ja, wir brauchen auf jeden Fall erstmal ein Wohnhaus. Idealerweise natürlich direkt ein großes Wohnhaus, weil das am wenigsten Ressourcen kostet im Endeffekt, wenn ich mich jetzt nicht irre. So, also auf jeden Fall machen wir hier mal ein bisschen weniger Planierer und Bauarbeiter raus. Okay. Ich glaube, hier könnte man wahrscheinlich tatsächlich direkt einen Angriff wagen, aber ich bin da noch mal ein bisschen zurückhaltend. Ich halte mich da noch ein bisschen zurück. So, und dann gucken wir mal, können wir hier theoretisch auch gleich noch mehr Holz reinballern, ne? Ja, warum eigentlich nicht? Schadet ja eigentlich nicht, wenn wir hier oben ordentlich eine ordentliche Holzwirtschaft aufstellen. Das ist ja wahrscheinlich gar nicht so doof. So. Also die haben ja erstmal nicht viel. Da könnte ich tatsächlich schon mal direkt, zack, Rambazamba reingehen. Schon mal direkt einen Turm wegknallen. Wie viel Kampfkraft haben wir denn? 50 wieder. Okay. Ja gut, überall, wo wir schnelle Angriffe fahren können, ist das wahrscheinlich echt eine gute Sache. Je schneller wir halt irgendwo Alarm machen können, desto besser ist es. Vor allem, wenn wir hier wirklich ihm Land wegnehmen, was ihm viel bringt. Da muss ich halt erstmal aufverteilen, so richtig, ne? Na gut, mal gucken. Also, wir gucken uns das mal an. Wir schauen mal, wann hier auch gleich die ersten Soldaten kommen. Hier ist ja erstmal gar nichts. Und je besser wir ihm natürlich Bauland wegklauen, je mehr Bauland wir ihm natürlich rauben, desto besser ist es natürlich. So, haben wir schon mal ein Gebiet mehr. Oh, okay. So, und dann gehen wir hier direkt den nächsten Turm und snacken. Wir müssen ja einen Keil hier reintreiben. Ne? War ja so. Wir müssen hier einen Keil in sein Land treiben. So. Also an sich könnte ich auch direkt. Okay. Ja, den hat sie erstmal erwischt. Also wir brauchen erstmal vielleicht
Einen Pionier kriege ich gar nicht. Ne? Ich habe gar nicht genügend untätige Leute hier. Ha. Okay, so. Macht mal den nächsten Turm gleich platt. Alles, was wir wegkriegen können, direkt ausnutzen. So, der wird natürlich ja auch gleich ordentlich angeschlagen sein. Aber wenn wir gleich unser Land schon so weit erweitern können, ist das eine ziemlich coole Sache. Also hier vorne Lazarett hinbauen. Zack. Plan. Die Planung ist erfolgt. So, jetzt sehe ich natürlich nicht, wie es hier weitergeht. Wo hier die nächsten Truppen gleich kommen. Oh, hier vorne haben wir natürlich direkt ein großes Wohnhaus, was wir einreißen können. Hier vorne hat er Holzwirtschaft. Die Frage ist, ob das hier sein einziger Übergang ist oder ob da noch ein weiterer Übergang dann gleich lauert. So, die Truppen warten hier einfach, nur um zu sehen, ob da womöglich... Ah, okay. Da ist die Gegenwehr. Da ist der Verteidigungstrupp. Okay, auf die will ich jetzt natürlich nicht hier direkt in deren Land treffen. Okay. Guck ich mal hier rüber. Das könnte man sich natürlich anderweitig noch angucken. So, ich nehme mal die hier rüber. Ich schätze mal, hier vorne muss ich mich eher verteidigen. Ich glaube nicht, dass hier hinten bald viel passieren wird. Wie sieht es hier aus mit dem Sägewerk? Da ist nichts. Haben wir überhaupt zwei Sägewerke? Ich habe nur ein Sägewerk. Okay, das ist natürlich krass. Okay, das war natürlich so nicht geplant. Ich dachte, da kommen dann zwei. Okay, jetzt gleich ein großer Turm. Holy moly. Okay, da kann ich natürlich richtig Alarm an. So, jetzt kommt hier deren Armee. Okay. So, der Kollege muss hier weg. Geil, sehr schön. So, der muss hier hin. Und ihr geht hier rüber. Oh, verdammt, der ist noch gestorben. Ah, mit dem letzten Schlag ist er noch gestorben. So. Dann haut mal hier ordentlich drauf. Ja, okay, die wollen hier nicht. Okay, die könnten wir aber sehr schön hier mitten in unsere Falle reinlocken. Okay, kriegen wir die hier so ein bisschen dezimiert. So, prügel mal drauf. Ja, genau, schön ein bisschen Randale machen. Na gut, na nee, nicht wirklich. Aber ein bisschen was haben wir da hingekriegt. Schön, okay, das funktioniert. Ach, mit einem Sägewerk ist das natürlich richtig blöd. Das habe ich ein bisschen unterschätzt. So, wir müssen erstmal das Sägewerk bauen. Das wäre jetzt am wichtigsten. Ich brauche nämlich erstmal das Holz. Ha! Ich dachte, ich hätte schon ein Sägewerk. Habe ich natürlich überhaupt nicht drauf geachtet. Reiß nochmal einen großen Turm ein. Das gibt uns gleich nochmal ein bisschen mehr Holz. So, und das... Ich frage mich, was haben die denn hier... Wie viel Land haben die denn hier? Also was gehört denen? Großartig. Haben die hier eine Verbindung? Also wie gesagt, wir haben jetzt hier erstmal einen großen Turm. Das ist natürlich schon mal sehr geil. Weil die ihre Truppen erstmal von hier unten aus dem Süden hochziehen. Das ist natürlich sehr gut, wenn wir da wirklich hier effektiv gegen vorgehen können. Und die Frage ist jetzt auch, wo gibt es hier ein paar Fische? Hier gibt es bestimmt irgendwo ein paar Fische. Hoffe ich jetzt einfach mal. Wenn nicht, habe ich halt Pech gehabt. Hier ist noch ein Geologe. Oh, hier sind noch ein paar Geologen. Okay. Gehen wir jetzt einfach mal hier rüber. Und der Steinbruch, der Steinmetz kann hier unten erstmal ein paar Steine haben. Genau, so der geht hier hinten hin. Das ist auch schön. Okay, mittlerweile haben wir 4 Holz. Ah, es fehlt hier an Holz. Ja, okay. Ja, ich habe nicht genügend Träger, wie mir scheint. Das gibt es ja nicht. Wer ist denn jetzt auf die schlaue Idee gekommen? Welche Träger sind denn jetzt dabei, hier ein bisschen Holz hin und her zu schleppen? Das wäre jetzt nochmal die nächste gute Frage. So, wie viele Leute brauche ich denn da um den Turm? Ich könnte natürlich einfach mal Folgendes machen. Ich gehe da nur hin und schlage mal an die Tür dran. Weil dann laufen die Leute, dann kommen die Leute ja schon hier alle durch. Dann wollen die ja hier alle schon langlaufen, ne? Das heißt, eigentlich muss ich nur einen Kollegen nehmen, der mal oben da anklopft und sagt, klock, klock, knock, knock. Und der Rest ergibt sich dann eigentlich schon von ganz alleine.
Oh, hier unten brauchen wir auf jeden Fall eine Fischhütte. Aber sowas von. Okay, ja, da kommen die Kollegen, die hier sich Holz holen. Ja, schön. Dann legen wir mal die Priorität wieder weg. So, dann können die jetzt da zu dem Wohnhaus liefern. So, mal gucken, ob das jetzt schon reicht. Ob die jetzt schon losrennen. So. Ja, sie rennen. Sie rennen los. Okay. Rennen los, haltet euch noch hier zurück. Okay, jetzt. Ja. Jo, sehr schön. Sie haben sich komplett hier festgebackt. Oh Gott, bin ich böse. Oh Gott, ist das... Oh. Ist das brutal von mir. Ist ja richtig, richtig dreist von mir, ey. So spiele ich mit dem Leben anderer Leute. Aber gut, ist mir jetzt irgendwie nicht schade um Ramadamsis, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist mir jetzt echt nicht schade drum. So, ich gucke auch, was hier passiert. Ich glaube, hier passiert halt einfach nichts. Ich glaube, er hat hier zwar Ressourcen und ein paar Träger, aber er hat keine Bauarbeiter da, wie mir scheint. So, was steht hier noch rum? Er hat jetzt gerade erstmal einige Leute hier weggeschickt. Jetzt ist die nächste Frage, wer bewacht jetzt hier noch diesen Turm? Niemand? Niemand. Niemand. Komplett unbewacht. Na gut, dann... Ah, nee, da kommen die Nächsten. Okay, da kommen die Nächsten wieder. Okay, Leute. Da ist der nächste Schwung. Die müssen wir natürlich erstmal abwenden. Ich mache hier kurz einen Prozess mit denen. Okay, sehr gut. Das Wohnhaus wird fertig. Es wäre cool, wenn die Sägewerk natürlich auch mal bauen würden. Wäre auch mal nicht verkehrt. So. Gleich wird's lustig. Gleich klopft der Kollege hier oben mal dran. Klopft mal an die Tür. Und dann dürfte hier unten gleich wieder Rambazamba sein. Ja, da laufen sie wieder los. So, da rennen sie wieder. Ist ja schon irgendwie stark, ne? So. Dann lasst sie bloß nicht entkommen. Lasst sie bloß nicht durch. Ei, die Armen. Okay, dann gucken wir wieder da unten nach, ob wir neue Leute anlocken können. Oh, es ist ja echt... Also, okay, ich glaube, ich habe das Spiel ein bisschen outplayed. Ich wusste nicht, dass das so easy funktioniert. Oh, da kommen noch mehr Leute. Okay, das sind aber ja nicht viele. Na doch, sind doch ein paar. Ein paar sind es. So, was fehlt uns? Ja, wir haben keinen freien Träger. Das ist natürlich traurig jetzt. Aber keine Angst, das kriegen wir auch gleich hin. So, hier haben wir gleich einen freien Träger. Gut, dass das gebaut ist. Das ist auch gebaut. Der Holzfäller braucht auch kein weiteres Holz mehr. Und das große Wohnhaus ist fertig. Sehr schön. So, dann ist doch jetzt alles da. Dann kriegen wir jetzt ordentlich Leute. Und dann kriegen wir auch gleich ordentlich Holz. Vermute ich. Ja, da laufen die Nächsten wieder los. Echt, das ist schon irgendwie lustig, muss ich sagen, dass das so funktioniert. Ja, die rennen echt alle rein, so, ne? Die rennen einfach komplett rein. Okay, gut. So, solange ihr noch zu tun habt. Also, ihr geht hier hin. Ihr geht hier hin. Und dann wird da mal ein bisschen... ihr habt sie durchgelassen. Okay, das war jetzt natürlich nicht so Sinn der Sache. Dass ihr sie durchlasst. Ah. Okay, das war jetzt nicht so Sinn der Sache. Das war jetzt nicht so geplant. Nach Mist? Ja, okay, nee, das musste jetzt so nicht sein. Na gut, dann gehen wir halt da runter und prügeln da. Denn gut, sind die halt jetzt da oben. Haben die sich da echt durchgemogelt? Da haben meine Leute sich irgendwie ein bisschen verkalkuliert. Das war eine vollkommen krasse Fehlkalkulation. Na gut, wir machen hier trotzdem mal schon mal ein bisschen Platz für eine Getreidefarm. Und vielleicht auch gleich eine zweite noch daneben. So.
wir da auf jeden Fall einiges an Getreide fördern können. Und dann brauche ich natürlich auch noch Wasserwerk und so weiter und so fort. Aber ein paar Sachen fallen ja schon an. So, habe ich die eigentlich komplett von ihrer Wirtschaft abgetrennt? Nee, ich glaube nicht. Die werden garantiert auch hier unten irgendwie was haben. Bin ich nur gespannt, ob die jetzt von da oben ihre Soldaten schicken. Nee, die haben auch noch hier Soldaten. Okay, die haben auch hier immer noch weitere Soldaten. So, der dürfte jetzt eigentlich nicht sterben. Ja, tut er nicht. Ja, die kommen aber auch wieder. Okay. Die kommen jetzt auch wieder. Ich weiß nicht, bis wohin die laufen. Aber ich sollte sie hier vorne möglichst abfangen. Was ist denn das? Hallo? Kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt schon wieder die Mission hier nach einer Folge gewinnen. Das. Nee. Leute, das glaube ich nicht. Nie im Leben. Das kann nicht wahr sein. Sowas gibt's hier nicht. Vor allem irgendwo liegen hier, ich glaube hier hinten liegen irgendwo noch Waffen rum. Ich weiß jetzt nicht genau, wo die da liegen. Aber ich glaube hier hinten gab es auch irgendwo noch Waffen. So, wie sieht's aus? Wo wollt ihr hin? Die rennen einfach nur zurück in ihr Land oder wie? Ne, die rennen schon zum Turm hier. Ne, die rennen nicht zum Turm, die rennen einfach weg. Die sind einfach nur feige. Die wollen einfach nur weg zu ihrem eigenen Turm in ihrem Land. Okidoki. Ne, ich glaube in einer Folge schaffen wir es nicht ganz. Ich glaube, schaffen wir nicht ganz in einer Folge. Es wird hier wahrscheinlich gleich noch ein Aufbäumen kommen. Also die haben ja hier echt nicht viel. Die haben ja nur Wald. Haben die hier auch mal so eine richtig krasse Wirtschaft? Nee, ne? Nee, die haben ja nichts. Komm, gehen wir hier hin. Wenn die jetzt hier rumrennen. So, schnappen wir uns den Turm. Okay. Nächster Turm. Mein Turm ist der nächste Turm. Auch dieser Turm ist mein Turm gleich. So, der ist schon... Okay, der ist gleich sowas von erledigt. Okay. Okay. Ja, Level 2 ist natürlich ein bisschen heftiger. So. Wie können wir das mit dem hinkriegen? Ja, kriegen wir auch hin. Gut. Die sind auch alle da. Sehr schön. Naja, können wir gleich die nächste Rutsche machen. So, die sind schon da. Wunderbar. Kloinks. Oh, was machen die denn hier? Okay, hier unten haben sie schon noch einiges an Land, wie mir scheint. Da unten geht es doch noch gut zur Sache. Aber hier oben, das Land haben wir schon gleich erledigt. Ja, dann gucken wir mal, ob hier noch irgendwie ein weiterer großer Turm steht. Ein kleiner würde mir ja reichen. So, 5 Schwertkämpfer. Na, wenn da natürlich ein Turm mit Bogenschützen irgendwann käme, dann wäre es nicht so cool. Aber hier ist ja nichts. Ist ja nichts. Nochmal ein großer Turm, ja. Aber ohne Bogenschützen. Und das tut jetzt richtig weh. Also wenn der Turm jetzt fällt, dann tut das richtig weh. Das kann ich schon mal versprechen. Weil da gehen gleich hier 3 Steinmetze drauf. Und das tut dann weh. Immer noch Kampfkraft von 50%. Oh, okay, vielleicht tut's auch mir weh. Vielleicht tut's auch mir weh. Oh. Eieiei, okay, vielleicht tut's auch mir weh. Ah, okay. Haben sie noch einen gefunden? Oh nein! Der darf doch nicht... Der durfte doch nicht sterben. Oh, der durfte auch nicht sterben. Oh, das war jetzt natürlich... Missplay. Die haben sich da natürlich ein bisschen ungünstig aufgeschoben. Ja, kommt. Den Turm da oben, der ist doch völlig egal. Kommt, wir müssen hier unten Randale machen. Die da oben, die kriegen wir doch locker weg. Die Türme da oben, die sind doch gleich Geschichte. Da kannst du auch direkt noch mit hier rüberlaufen. Mist, das war natürlich nicht ganz so geschickt. Ja, ein Level 3er da drin, der tut halt auch echt weh. So, also hier drüben Land einnehmen, bitte. Ja, ihr macht dann noch weiter. Und die schnappen sich hier jetzt hier gleich den großen Turm hier unten. So, jetzt kommen die hier mit ihren Edelsteinbienen, aber das
würde den auch nicht lange gut tun. Okay, was haben wir noch? Also, wir sind komplett gefüllt, tatsächlich. Wir brauchen mehr große Wohnhäuser, wie mir scheint. Wir können schon mal eine Mühle hier irgendwo hinsetzen. Wir könnten einen Bäcker hier irgendwo reinpflanzen. Wir könnten dann natürlich schon mal hier sowas hinsetzen. Ich könnte auch schon mal einfach, weil der Platz da ist, hier eine Eisenmine reinhauen und eine Kohlemine. Nicht das, was wir bräuchten. Aber was wir haben, haben wir, ne? Und wenn was da ist, dann ist das doch umso besser. So. Ihr geht hier rüber. Ihr kommt gerade hier an. Okay, sehr schön. Ja, ich könnte halt auch natürlich ein paar von den Türmen abreißen. Werde ich auch später wahrscheinlich müssen. Sonst habe ich nicht mehr genügend Schwertkämpfer, um hier wirklich alles kaputt zu machen. Die haben irgendwo noch ein paar Leute rumstehen. Mir ist gerade nochmal ein neuer reingegangen. Tut mir natürlich ein bisschen weh, dass ich einen Level 2er verloren habe, weil der macht ja schon eigentlich Spaß. So. Aha! Da sind tatsächlich nochmal ordentlich Leute. Okay, Leutchens. Okay, kriegen wir die hier kaputt geschnetzelt? Okay, krass. Alter, das haben sie trotzdem auch noch geschafft. Alter, was kriegen denn alles hin hier? Oh, jetzt kommen Bogenschützen. Okay, da sind Bogenschützen. Okay, das ist natürlich jetzt nochmal eine Ansage. Bogenschützen sind eine Ansage. Okay, da muss ich jetzt natürlich nochmal intervenieren, aber das muss ich sowieso. Denn die Folge ist ja rum. Also denn, brauchen wir doch 2 Folgen. Nun gut, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.